So, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Dann versuche ich doch mal meine Seelen wiederzuholen. Ich weiß aber nicht, ob das gerade ein Spieler war oder ein NPC. Jetzt geht er zurück, oder was? Also war es ein anderer Spieler, nehme ich an. Kacke. Da hinten ist meine Seele mit 25.000. Na, kommt der hoch? Sünder, Vogel, es wird bestimmt ein NPC sein. Ich komme hier gar nicht mehr zurück. Kacke, kacke. Kann Leuchtfeuer nicht benutzen. Fuck, ich muss runter. Schade, ich hatte gehofft, dass ich hier runterspringen kann. Damn it. Es geht mal wieder nicht. So, habe ich vielleicht irgendwas anderes noch? Ein paar Bomben? Oder was zum Locken? Lock bestimmte Feindtypen an. Die ist wahrscheinlich runtergefallen. Mehr ist nicht da zum Locken. Versuche ich es nochmal nach da zu werfen. Kacke. Ja, wenn ich es schon versuche, dann muss ich wenigstens zu meiner Leiche rennen. Aber ich wette, der greift mich gleich an, sobald ich unten bin. Wenn es ein anderer Spieler wäre, dann hätte er schon längst den Dings rausgeholt. Ah, treten kann ich auch. Es sind auch so viele, die den Weg blockieren. Das nervt mich ein bisschen. Wenn ich wenigstens zu meinen Seelen komme. Ich habe keinen Bock, dass jetzt 25.000 Seelen weg sind. Zum Glück. Die sind aus, als ob die noch leben. Oh, geschafft. Mann, Mann, Mann. Was für eine Geburt. Puh. Aufregung pur. Vision von Lügner. Lügner. Festungsschlüssel. Aha.
Den probiere ich doch gleich aus. Aber vorher beam ich mich zurück und ich gebe erstmal die Punkte aus. So, wo hatte ich jetzt überall eine verschlossene Tür? Einmal beim Schmiedfeuer, aber das wäre nur eine minimale Abkürzung. Bear. Was habe ich gesagt beim Schmied? Mal gucken. Ansonsten vorne am Eingang vielleicht, dass ich da irgendwas aufkriege. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ha, es geht. Nützt nicht viel. Weil man es schon vorher hätte auch machen können. Der kommt sogar hier rein. Hätte ich ja nicht gedacht. So, hier wollte ich mal hingucken. Hier waren ja diese ganzen Zellen. Vielleicht kann ich da eine aufmachen. So, wo kam ich her? Ich gehe mal nach unten. Alles Pseudotüren nur. Keine, die offen ist oder aufgemacht werden kann. Ich war mir gerade nicht sicher, ob es ein Untoter war oder einfach nur eine Leiche. Oder jemand, der versteinert war. Auf jeden Fall hört man Geräusche, aber das kann auch Deko sein. Ne, jetzt bin ich schon wieder oben. Okay, und dann ist hier nichts, wo ich mit einem Schlüssel reinkomme. Ich vergesse bestimmt gerade nur eine Stelle. So, zu der Seite wollte ich nochmal gucken. Was hier vorne dann drin war. Ich komme nicht runter. Okay, hier war nichts weiter. Wo waren noch Türen? An der einen Stelle, wo diese drei Viecher auf einmal kamen. Was heißt drei? Es waren ja eigentlich mehr als drei. Echt minimal Punkte wählen. Oben war vielleicht noch eine, wo ich den Versteinerten gerettet habe. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal den Weg lang. Ich kann mir echt vorstellen, dass hier noch was sein könnte. Achso, das war nur der Weg zur Kathedrale. Schnell, schnell, schnell. Uah. Ich dachte schon, die klettern. Egal, ich muss hier ja nicht jeden Einzelnen töten. Hier müsste ich zu dem anderen Feuer kommen. Hier unten waren ja auch keine Türen, soweit ich weiß. Genau. Da ist wieder so ein Geist.
den Beschwörer. Ach, ich probier's mal. Ein Zweihänder da. Wo positioniere ich mich mal am besten? Ach, scheiße. Kacke. Das war dumm. Du doch. Läuft von vorne geht auch. Was ist denn das Dummes? Seit wann kann man einen von vorne packen? Ich fühle mich verarscht. Ist er hängen geblieben? Ah, jetzt. Ich dachte schon. Stachelpeitsche. Ach, da fällt mir ein, ich habe vorhin ein Item bekommen. Das könnte ich mir ja mal angucken. Mist, jetzt bin ich nicht mehr Mensch. Was habe ich denn bekommen? Das könnte ein Ring gewesen sein. Das habe ich bekommen. Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Na gut. Das tangiert mich ja wenig. So, ich wollte was backpacken. Irgendwas hatte ich doch schon wieder doppelt. Nö, scheinbar nicht hier. Wo haben die eine Ausrüstungskraft gerade gehabt? Ne, ist ein anderer. Ist derselbe wieder. Ach komm. Ich würde das mit diesem Schildstoß gerne mal probieren. Bei einem Gegner. Aber der Gegner braucht dazu bestimmt ein Schild, damit das klappt. So, wo ging es hier hin? Ach ja, das war wieder diese Stelle, wo ich vorhin runtergejagt... Uah! Oh, hab ich mich erschrocken. Gut, dann kann ich mir den Weg auch sparen und mich gleich nochmal hoch teleportieren. Ich werde doch den Schlüssel irgendwo benutzen können. Oder wird das wirklich nur für den Schmied da gewesen sein? Wo man ja mit dem Dings ja schon rankommt. Mit dem Fass, mit dem Springfass. Straight Cellar, genau. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil gleich die Viecher auf einen zustürmen. Lol. Durch die Zelle durch. So, mehr gibt's nicht. Ah, hier geht's auch. Ich wusste doch, dass hier oben noch irgendwo was war. Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, angegriffen. Wo ist der Unterschied zwischen Handeln und Gegenstände kaufen? Zaubereffekte brauche ich nicht. Erhöhte Intelligenz brauche ich auch nicht.
Halt, handeln wollte ich noch gucken. Ach ja, das waren diese Seen. Handel, weil jeder was gibt. In dem Fall ich Geld. Ah, hier liegt was. Feuerstein, Drachenknochen, Feuerbombe. Versucht Mut, Skelett. Lol. Es hat sich richtig gelohnt. Ich will nur mal kurz runter gucken nochmal. Ne, da war nichts weiter. Dann gucke ich nur nochmal rüber und dann kann ich mich auch von hier weg teleportieren. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo ich... Au! Als nächstes hin muss. Weil da ging es runter. Unten. Doch, hier ist noch was. Und zwar hatte ich unten hier noch was, wo ich aber einen Schlüssel brauchte. Fast vergessen. Alter, wie die zielen, ey. Trotz Bewegung. Alle drei haben sowas liegen lassen. Gut, dann gehe ich nochmal schnell runter. Jetzt kamen diese großen, fetten Viecher. Hier speichere ich doch erstmal kurz.